weil vorher, ja, Liebe ist eben doch käuflich. Und nachher dann, mit derselben Tussi dann so, nicht das richtige Geschenk bekommen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Leute, da sind wir wieder genau bei dem Thema angekommen. Wie lange wird die Menschheit wohl noch brauchen, um unterzugehen? Ich wünsche mir so einen Minutenzähler. Ganz ehrlich, bei sowas wünsche ich mir wirklich einen Minutenzähler. Da war wirklich einfach, da hat jemand ein Geschenk ausgepackt, da war irgend so eine 10.000 Euro Ming-Vase drinnen und die nimmt die einfach, sieht so voller Erwartung rein, nimmt die dann raus und schleudert sie direkt gegen die Wand und, das war eine Tür und die Tür geht auf und dann sitzt einfach sie da, ist so nuttig angezogen und so blöd dahinter und sagt dann einfach, na, etwa nicht das richtige Geschenk bekommen, tauschen Sie es jetzt um. Ganz ehrlich, Leute, lasst mich mit so einem Scheiß in Ruhe. Solche Werbungen könnt ihr ganz ehrlich auf RTL machen, wo es gar nichts kostet, wo ihr irgendeine billige Werbung für irgendeinen Ohrausputzgerät machen könnt, was weiß ich, aber lasst mich doch bitte auf YouTube mit so einem Scheiß in Ruhe. Da muss ich wirklich sagen, das finde ich einfach nur zum Kotzen. Und deshalb muss ich mich darüber auch aufregen. Aber nicht nur über solche Werbungen in der Vorweihnachtszeit oder Nachweihnachtszeit. Generell, mir kommt so vor, als würden manche Werbungen wirklich immer dämlicher und dämlicher werden. Und das ist eben, weil ich mich in der letzten Folge so über Facebook und Twitter, also so sinnlose Posts aufgeregt habe. Es ist eigentlich in vielen Bereichen so, dass ich mich aufregen muss und mich über mich frage eigentlich, was hat das für einen Sinn? Hat es wirklich jetzt einen Sinn und Zweck, dass ich mir das ansehe, beziehungsweise dass ich, wenn ich Statist bin, dass ich mich für so eine Werbung hingebe? Das ist einfach nur fragwürdig und zum Kotzen, finde ich. So. Nicht zum Kotzen ist Gott sei Dank jetzt dieser kahle Hügel hier. Das macht aber gar nichts, weil die Bäume wachsen ja hoffentlich bald nach. Ich muss mir jetzt einen Gesamtüberblick von hier verschaffen. Das geht eigentlich ganz schön. So, jetzt hier. Eigentlich müsste ich mich genau hier herstellen. Ja, das finde ich cool. Das sieht ganz gut aus eigentlich. Wenn hier noch die Bäume wachsen links, dann ist das alles perfekt. Und dann haben wir hier die Arbeit. Links zumindest, also von der Abtrennung und Beleuchtung hier, glaube ich, ganz gut erfüllt, auch wenn hier die 0815 Beleuchtung noch ein bisschen stört, aber da muss ich mir noch was überlegen. Auf jeden Fall. Nun denn, wir haben tatsächlich noch eine gute halbe Stunde, also jetzt ist die Frage, machen wir uns, jetzt wollte ich schon fast sagen, was das hier für ein geheimes Projekt ist, sollen wir hier weiterbauen oder doch noch am Feld? Da hätte ich noch was zu tun. Ich glaube, ich mache jetzt mal eine totale Feldaufnahme. Nee, das ist falsch. Geheimes Projekt können wir später noch machen. Super geheimes Projekt, wollte ich natürlich sagen. Alter, ich muss mir wirklich auf die Lippen beißen, dass ich das nicht heute noch rausplapper. So, ein bisschen Erde, das müsste reichen. Was hat er denn jetzt schon wieder vor? Es geht wieder um die Umrandung des Feldes. Genau weiß ich das auch noch nicht so. Oh, okay, hier ist ein schöner Baum gewachsen. Das finde ich jetzt auch praktisch. Jetzt können wir hier so runterlaufen. Jetzt müssen wir uns... Können wir uns nicht das ganze Bein brechen, sondern... Ja, das ist... Das finde ich eigentlich ganz schön hier. Ausblick auch... Entschuldigung. Auf den... wundlichen Klotz. Warum ich Entschuldigung gesagt habe, weil ich den Popschutz schon wieder zerlegt habe. So, Creeper, dir geht es jetzt an den Kragen. Geil. Ich liebe es einfach. Aber das war schon klar. Ich habe mich so ermutigt gefühlt, weil ich heute schon gesehen habe,
Das habe ich von einer früheren Aufnahme gesehen. Da habe ich einen Creeper mit einer Steinaxt zerlegt. So. Alles, was hier explodiert, ist mir egal. Sieht man sowieso nicht. Um was es denn jetzt noch geht, das sollte ich jetzt schon noch erklären. Neben den Gesprächsthemen, die ich eigentlich noch zur Verfügung hätte. Ich hab wirklich noch ein Gesprächsthema, das heißt, heute muss ich nicht mit Schweigen verbringen. Das hat mich noch nicht gesehen, das Skelett jetzt aber wahrscheinlich. Shit, jetzt wollte ich so einen Kick-Hit machen. Kick-Hit. Gibt's das Wort überhaupt? Ich weiß es nicht. Ich muss viele Wörter erfinden, während ich irgendetwas erkläre. Oder praktiziere. So, um was geht's jetzt? Es geht darum, dass wir das Feld abtrennen, was wir eigentlich schon längst hätten tun sollen. Und zwar mit Erde. So wie wir hier angefangen haben. Nur ist das hier halt mehr oder weniger falsch. Wir brauchen ja ein vernünftiges Endresultat und es kann ja nicht so bleiben, dass es ja hier für den Rest unseres Minecraft-Daseins so aussieht, dass es einfach hier unten reingeht. Das sieht einfach hässlich aus und das geht gar nicht. Und deshalb habe ich mir überlegt, natürlich müssen wir das so angleichen mit künstlicher Natürlichkeit. Weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Künstlich müssen wir das wieder auftürmen, damit es dann natürlich aussieht. Versteht ihr das Prinzip? Ich hoffe es zumindest. So, okay, gut. Die Playlist ist jetzt dann gleich zu Ende. Da muss ich die nochmal von vorne abspielen. Nee, da werde ich mir was überlegen. Muss ich mir bis dahin was überlegen. Lasst euch überraschen. Ist aber wirklich interessant, dass wir mittlerweile schon so weit eigentlich gekommen sind in unserem schönen Minecraft Let's Play Projekt. Das heißt, jetzt steht dann einer speziellen 100. Minecraft-Folge eigentlich nichts mehr im Wege. So, wo muss ich denn jetzt hin? Ich muss jetzt hier entlang, hier und hier. Ich hoffe, das ist jetzt... Ah, okay, aber es muss eigentlich hier sein. Oder wo will ich das eigentlich haben? Ich glaube, ich will das schon am ganzen Rand haben, oder? Ich will das schon ganz am äußeren Rand haben. Moment. Ich bin hier zu doof. So, hier. Hier muss das hin. So, die Abgrenzung. Deshalb habe ich mir auch nochmal nachgesehen, ob wir genügend Erde haben. Beziehungsweise habe ich vorher den Hügel abgetragen, weil wir dann... Ich habe mir schon gedacht, wo ist dieser scheiß Bo-Spammer? Puh. War kurz und Schock. Das wäre eigentlich auch so ein Thema gewesen jetzt, worüber ich quatschen hätte können. Und zwar... Nicht nur Werbung, sondern auch... weil ich es eben gerade auch so gemacht habe, so Eindeutschung von englischen Wörtern. Aber eigentlich gar nicht Eindeutschung, sondern schon Verwenden von englischen Wörtern im Deutschen. Zum Beispiel jetzt so hier, ich war kurz on Schock. Das wird ja mittlerweile mehrfach verwendet. Weiß ich nicht. Also, mehr und mehr Menschen verwenden dieses... Ich glaube, der Fachbegriff ist Denglisch. Ich weiß nicht, ob ich da am neuesten Stand bin, aber ich habe mal gehört, das heißt Denglisch. Und mir juckt die Nase die ganze Zeit. Es ist furchtbar. Es tut mir sehr leid. Oh, es ist... Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Also der Fachbegriff ist, glaube ich, sogar Denglisch. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das stimmt. Wie dem auch sei, wenn man so, wie gesagt, Wörter einfach aus dem Englischen oder Phrasen, also Phrases, man merkt es gerade, ich
bin schon am Überlegen, so. Soll ich jetzt Phrases sagen oder schon Phrasen oder eine Mischung draus? Die wäre dann Phrasen. Und es ist ja so, darüber könnte man streiten. Weil ich verwende es ja auch eigentlich. Aber trotzdem könnte man darüber streiten. Und ich bin eigentlich auch, es ist zwiegespalten eigentlich. Ich finde es ganz praktisch manchmal. Aber es kann auch, also man kann auch übertreiben, so wie der Creeper hier. Der schon wieder so vorhat wie hier oder hinten. Einen Creeper muss ich wenigstens noch umlegen, sonst habe ich ein schlechtes Gewissen. So. Also, es ist zwiegespalten. Es ist praktisch, aber man soll es halt dann auch nicht zwanghaft übertreiben. Das heißt, glauben cool zu sein, wenn man so voll trendy und so, ich verwende voll trendy so English Phrases oder so. Das muss man nicht, also man soll nicht krampfhaft versuchen, alle englischen Wörter, weil oft findet man hier einfach keine deutsche Übersetzung. Wie zum Beispiel, ja, ich glaube, da gibt es generell keine Übersetzung für zum Beispiel googeln. Google das doch mal kurz. Früher wäre das vielleicht nachschlagen gewesen, aber trotzdem, da gibt es, glaube ich, gar keine Übersetzung. Aber trotzdem, wenn man mal, für viele englische Wörter gibt es einfach keine deutsche Übersetzung und umgekehrt. Und dann muss man, finde ich, nicht krampfhaft versuchen, ein deutsches Wort zu finden, weil das klingt dann einfach scheiße. Zum Beispiel, ist eine gute Frage. Ich versuche gerade krampfhaft ein Beispiel zu finden. Ja, mir fällt gerade nichts ein, aber wenn man, wenn man keine deutsche Übersetzung für irgendetwas hat, dann soll man nicht, natürlich nicht krampfhaft versuchen, sie einzudeutschen. Aber umgekehrt auch, wenn man zum Beispiel cool sein will, also jetzt hip und so, hip ist das, wenn man so total Englisch, aber nicht wirklich Englisch, sondern so ein Scheinenglisch redet, wie zum Beispiel, ja, so eine Mischung, das finde ich irgendwie, das finde ich, ja, zum Überlegen. Das ist interessant. Ich finde, Englisch ist eine tolle Sprache, natürlich, und ist auch eine wichtige Sprache, aber trotzdem soll man nicht krampfhaft versuchen, cool wirken zu müssen, wenn man hier so, ja, ich spreche jetzt Englisch und das ist, ich bin jetzt voll trendy, wenn ich jetzt hier so total bossy bin und so und cheeky und so. Und ihr wisst jetzt wahrscheinlich, habt jetzt wahrscheinlich genau den Plan von was ich erzählen wollte, wie ich selbst. Ah, das kann ich mir schon wirklich vorstellen. Na gut. Jedenfalls haben wir den Teil erledigt, den muss ich mir jetzt nochmal von weiter weg ansehen. Da sind mir jetzt aber momentan noch zu viele Monster in der Nähe. Ich hoffe, ihr habt jetzt verstanden und nicht missverstanden, was ich eigentlich erzählen wollte. Wenn nicht, dann ist es eigentlich auch egal. Vergesst es, es ist egal. Die zwei Bögen packe ich nochmal zusammen. So. Hier haben wir einen ganzen Bogen, das ist praktisch. Na gut. Ja, Pfeile ist natürlich wichtig, haben wir hier auch wieder. 47 Knochen, ganz ehrlich. Na gut. Ich trage das mal nochmal runter. 4 Äpfel. Zum Beispiel, ich eate jetzt einen Apple. Ich meine, ich glaube nicht, dass das jemand sagen würde, aber es wird sicher so in... Das ist jetzt mal das übertriebene Beispiel. Ich eate jetzt mal einen Apple. Das klingt einfach nicht mal gut. Das ist einfach nur, hä, was meint er jetzt? Was ist mit dem jetzt falsch? Oder sehe ich das irgendwie falsch? Dann korrigiert mich bitte gerne.